Alter! Ach, ich habe eine Fliege verschluckt. Du kannst das. Erst mir direkt hinterher. Ich habe keine Ahnung, ey. Scheiß Dreckkacke. Aber ich habe Schiss, ey. Oh, fuck, Alter! Fuck! So, Freunde, es ist wieder soweit. Es geht in meinen, ja, ich würde schon fast sagen, in meinen Lieblingspark, wenn wir nur mal die betrachten, die in der Nähe sind. Und zwar ging es nach Olpe. Neben einfach nur einen geilen Tag haben und biken, standen aber auch meine Endgegner auf dem Programm. Die großen Drops sowie die großen Gaps danach. Außerdem reizte mich auch der Holzkicker. Ihr seht, wir haben ein bisschen was zu tun. Damit ich das aber alles überstehe, bekam ich wieder tatkräftige Unterstützung von Poppy. Aber erstmal frühstücken und dann geht's los. Ich wollte dir mal meine neue Goggle zeigen. Die ist, warte mal, ich hole noch gerade das Ersatzglas. Das ist eine Goggle von Naked Optics, nennt die Firma sich, aus Österreich. Ja, schon mal gehört, ja. Die machen so Skibrillen, Mountainbike-Brillen und auch noch anderen Mountainbike-Stuff, Handschuhe und was weiß ich, also richtig cool. Die haben hier so einen Schnellverschluss, kannst hier so diese Bügel, machst du so zack zack, dann drückst du das von hier innen so raus. So. Draußen. Dann legst du hier das neue Glas rein. In diese Haltenasen, klickst du das in jede Seite hier rein, bis das so klack 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 macht. Ja. So, ja, hier muss noch rein, zack, zack, dann machst du hier die Bügel wieder rum, da ist halt neue Glas drin. Richtig massiv, ja. Richtig geil. Und hier würde ich gerne einmal schnell auf den heutigen Sponsor dieses Videos eingehen. Das österreichische Unternehmen Naked Optics, welches sich auf Brillen aller Art wie Sonnenbrillen, Sportbrillen, Fahrradbrillen, Skibrillen, aber auch andere Sachen wie Caps, Handschuhe, Shirts und vieles mehr konzentrieren, waren so lieb und haben mir eine Bikebrille geschickt, welche ich testen durfte. Und Freunde, egal wie viel Werbung in meinem Leben auf diesem Kanal gemacht wird, ich verspreche immer ehrlich zu sein. Und diese Brille ist wirklich der Hammer. Man kann damit einfach komplett in die Sonne gucken und es tut nicht weh. Die Gläser sind extrem stabil, können wie gezeigt mit dem einfachen Drehverschluss total schnell gewechselt werden und wenn ihr gute Qualität für einen wirklich angemessenen Preis sucht, seid ihr bei Naked Optics sowieso richtig. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung gepackt, mit dem ihr im Online-Shop gerne einmal stöbern könnt. Falls ihr über diesen Link etwas bestellen würdet, habe ich auch eine Kleinigkeit davon und würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen, jetzt geht's weiter. Dass man bei dem Sport mal stürzt oder einem kleine Fehler passieren, ist ja normal. Aber dass es passiert, bevor man überhaupt ein Liftticket hat, ist mir neu. Gesaved! Alter! Ich war ein bisschen schnell, Alter. Warum bin ich denn? Weißt du, warum ich da? Das ist wegen dieser Ablaufrinne. Bei der neuen Flowline merkt man wirklich sofort, wie viel Zeit und Liebe reingesteckt wurde. Wir sind die Line am Tag nicht allzu oft gefahren, da man in diesem Park einfach noch geileres geboten bekommt. Aber egal, ob du Anfänger oder Vollprofi bist, die Line macht total Spaß und ist super, um in den Tag zu starten. Hä? Stop.
wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen langsam hier an. Oh, das sind aber... Also, kannst sagen, was du willst, aber ich muss das echt noch abschätzen mit den 29 Zoll. Alter, ich komme über dieses Road Gap drüber, ey. Ja, und ich habe schon sau abgebremst davor. Boah, Junge. Alter. Also hier verkacke ich voll. So, jetzt aber. Wer schon einmal in Olpe war, merkt, dass einiges an den unteren Sprüngen der linken Leine geändert wurde, was echt super ist. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man am Ende darauf achten muss, dass niemand den Holzkicker springt, da sich zwei Lines am Ende den Landehügel teilen. Wer war dieses Jahr schon mal in Olpe und wer möchte noch unbedingt hin? Schreibt es gerne jetzt mal in die Kommentare. Übrigens, wie immer, wenn dir meine Videos gefallen, klicke gerne auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Vielen Dank. Ich habe keinen Bock auf Downhill. Aua, Alter! Ja, was soll ich sagen? Die Downhill-Strecke und ich werden, glaube ich, niemals Freunde. Wer meine letzten Videos aus Olpe gesehen hat, weiß wieso. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und zeigen, dass es auch solch grottenschlechte Abfahrten an dem Tag gab. Alter! Okay, ich verkacke hier einfach voll. Ich verkacke hier richtig. Diesen Stufen habe ich keinen Bock drauf. Weil ist das schlecht. Weil ist das schlecht. Alter. Was fahre ich mir denn hier zurecht? Gott, ist das grottig. Digi! Alter, erste und letzte Mal, sag ich jetzt schon. Richtig behindert. Ja, ich irgendwie, ich hab auch. Ja. Bin so nach vorne dauernd in den Schuhen vorne. Richtig, vorne. Richtig dumm. Ich hab mir da einen zurechtgefahren. Ich wusste, dass es keinen gibt. Ja, egal, wir sind so einmal gefahren. Ja. War schön. Ja, ich versuch's am zweiten. Wer meine letzten Videos gesehen hat, weiß, dass ich den großen Drop in Stromberg und in Ottweiler hinter mir habe. Und irgendwie wirkte der zweitgrößte Drop in Olpe für mich machbar. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass ich niemals in meinem Leben die großen Drops in Olpe machen würde. Ja, und jetzt sind wir hier. Wie weit der schon geflogen ist, hast du gesehen? Ja, der ist schon hoch, gell? Ich glaube, die Landung, die macht einem nur so Angst. Ja, weil die bisschen aber nicht, ja, aber dadurch, dass die so steil ist, ist der eigentlich besser zu springen. Ja, besser, ja. Ah, okay. Ready? Ja, let's go. Und? War gut? Ja, alles gut. Ging besser, als ich dachte.
Musst du für hier die Anfahrt, lässt du im Anlieger offen? Also muss schon ein bisschen rein und dann würde ich auf jeden Fall hier reintreten noch mal ein bisschen. Du merkst an der Geschwindigkeit. Von der Weite. Was gut ist, dass die Absprungkante höher ist als die Landung. Also das gleicht sich ein bisschen wieder aus. Ich bin schon diesmal sehr bereit. Ja, also bis in die Landung bist du bei 7. 7 muss auf jeden Fall machen. Jo. So, jetzt sind wir unter uns. Jetzt können wir reden. Ganz alleine können wir rumheulen. Also ich hatte schon wirklich ein paar Sprünge, wo mir davor der Kackstift gegangen ist. Aber ich glaube, hier vor diesem Gap, also da geht mir nicht der Kackstift, sondern mir wird kotze schlecht. Und das ist immer sowas, wo ich dann denke, warum mache ich das eigentlich? Jo. Kennt ihr das Gefühl, wenn man vor einer geschlossenen Klassenzimmertür steht und man weiß, dass dahinter gleich eine Prüfung stattfindet? Ja, irgendwie hat es sich so angefühlt. Diese 7 Meter waren nicht das Problem. Ich hatte nur Angst, aus dem Anlieger heraus nicht genug Geschwindigkeit zu haben. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe eine Fliege verschluckt. Ich bin voll am Würgen. Ich habe eine Fliege verschluckt. Alter, ich habe so Schiss. Ich weiß, dass ich das kann. Fahr runter, guck an, was ich für eine Geschwindigkeit habe. Nee, ich fahre jetzt hinterher. Lieber zu schnell als zu langsam. Ja. Du kannst nicht zu schnell sein. Also du wirst niemals irgendwo was flatten oder was auch immer. Ja, fahr, ich fahre dir hinterher. So, Dominik, wie gesagt, wenn nicht, bremst ab, alles gut. Okay. Ganz am Feintropfen und dann nach dem letzten Anlieger noch 2 Markette und dann. Ja. Okay. Du kannst das. Du kannst das. Yeah! Yes! Ah, yes, Mann! Yes! Oh. Man sollte an einem gewissen Punkt einfach aufhören. Aber jetzt hatte es mich gepackt und der große Drop, welcher übrigens 3 Meter hoch ist, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ja, also wenn du den gesprungen bist, dann fährst du rechts raus. Fährst mir direkt hinterher. Ja. Oh, ich hab keine Ahnung, ey. Scheiß Dreckkacke. Aber ich hab Schiss, ey. Dann los. Fuck, Alter! Fuck! Alter Schwede! Boah, geht der in den Magen, Alter! Boah, du kannst meinen Puls gerade im kleinen Zeh fühlen. Das ist wie wenn die Achterbahn oben am höchsten Punkt ausklickt und geht runter. Ja, ich muss den jetzt noch 2-mal. Ja, müssen wir, weil sonst ist das zu. Wir müssen direkt nochmal 2-mal jetzt. Ja, was soll ich sagen? Es fehlte nur noch der Holzkicker. Und irgendwie wollten wir den Punkt nicht übrig lassen. Ich erwische mich aber auch immer wieder dabei, wie ich erstmal rumheule und Nein sage und ich es aber dann doch angehe. Ich will erstmal gerade gucken. Boah, nee, also ich lass den. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ja. Oder? Nee, ich lass den. Ja, dann ist sowieso jetzt kein Sprung, wo ich sage, den will ich jetzt die ganze Zeit springen. Aber der war für mich halt einfach auf der Liste. Weißt du, das ist auch wieder,
Wenn da Erde dazwischen wäre, würden wir gar nicht drüber nachdenken. Aber das Ding hebt dich schon raus. Es war auf jeden Fall ein mega geiler und erfolgreicher Tag und vielen Dank an Poppy, dass er mich mal wieder über die Sprünge gezogen hat. Schaut gerne mal bei ihm auf Instagram vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Park findet und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken, liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.